Hi, jetzt bin ich sogar ein bisschen überrascht. Chat, was meint ihr? Also bei mir ging es ja auch schnell, aber gerade so schnell. Ja, das ist nicht sein Carport, Chat. Das ist nicht seine. Das ist auch nicht sein Land, wo wir jetzt stehen. Das ist nur für die Baustelle. Da hat sogar noch ein Hundi. Hey! Hallo, Manfred. Ja, bei dir auch? Ja. Hey, das ist ja... Ich bin überrascht, ja? Ja, mega. Ich acht, Tage, schon... acht Tage, haben sie jetzt seit letzter noch gehabt. Aha. Wenn sie das alles machen. In acht Tagen. Wahnsinn. Ja, Chat, jetzt bekommt man auch so langsam ein bisschen ein Bild vom Ganzen. He? Ja, vor allem die Terrasse. Die Terrasse schaut echt schnittig aus. Das habe ich mir so vorher gar nicht vorstellen können. Ich habe gedacht, das ist... Da kommt noch ein Dach raus, ne? Aha. Also, extra Dach. Ja. Seine Frau, hä? Savadikap. Chefin. Bauchefin. Bau, ja, genau. Die Bau... Was ist die Führerin? Die Bauführerin, ne? Führerin. Du bist der Berater? Oder darfst du auch was aussuchen? Finanzier. Aha. Und Finanzier, ja, das kenne ich. Das ist bei mir auch so. Aber ist gut, wenn es die Frauen erledigen, he? dann läuft es auch. Also vor allem hier in Thailand. Ja, wo wollen wir beginnen? Hi, hi. Ja, willst du mal sagen, was war jetzt, wie lange... Waren Sie jetzt nicht da? Drei Wochen, einen Monat? Vier Wochen, ich weiß gar nicht genau. Ja. Vier, glaube ich. Ah ja, und dann sind sie schon, das ist jetzt quasi eine Familie, ne? Der Trupp. Aha. Das ist die Eltern, die Tochter und Schwiegersohn und ein Freund. Ja. Also alle eng. Und die schaffen schon jahrelang zusammen. Aha. Die machen jetzt gerade Pause. Wohlverdient. Ah, der Bautrupp ist jetzt gerade, ja okay, jetzt sehe ich sie, ja. Ich habe gerade gedacht, heute ist niemand am Arbeiten. Sie stehen aus drei Männern und zwei Frauen. Aha. Was nochmals, drei Männer, zwei Frauen? Drei Männer, zwei Frauen. Also die fünf haben jetzt hier in acht Tagen alles hochgezogen. Ja. Krass. Wahnsinn. Also wir sind schon fleißig, ne? Ja, wirklich. Sind letzte Woche, am Mittwoch sind sie gekommen. Und am Donnerstag früh haben sie angefangen mit Mauern. Aha. Und wie haben die ganzen Ziegel da hochgebracht? Also die machen das ganz simpel. Und das ist kein Problem, ne? Und die Backsteine erst da drauf. Ja. Und von dort schmeißen sie da hoch. Aha. Wenn da ist Verlust dabei, aber das ist denen egal. Wahrscheinlich, aber bevor sie sie hochfragen und dann schmeißt sie von da nach da hoch, ne? Aha, das, ja, interessant. Also sie nehmen die Backsteine von hier, ja, dann auf die auf das Gerüst und dann schmeißen sie sie hoch. Und wenn einer zwei kaputt gehen, ah ja gut, da sieht man ja ein paar, die kommen runter. Ja, ja. Darum ist ja auch Bauhelmpflicht, ja, ja, hier. Geil. Ja, wie gesagt, das ist dann der Eingangsbereich, ne? Mhm. Nachher. Also da geht's rein. Ja, jetzt kann man sich mal ein Bild machen, ne? Da geht's rein. Der Essbereich. Esszimmerbereich. Esszimmer. Der Wohnbereich. Hier mache ich so eine Glasschiebetür. Oder besser gesagt, so eine Glasfalltür wird das. Aha. Wo man durch drei Teile. Nachher, es gibt die Schiebetür und die Fall aus Glas, ne? Aha. Wir haben hier die Falltür genommen. Mhm. Und zwar, wenn man das macht, wenn ich zum Beispiel, wenn es mal wieder so warm ist, dann kann ich hier zumachen. Oh, Aircon, ne? Hier mache ich Aircon rein. Aha. Dann kann ich hier schön meinen Fernseher reinmachen, ne? Ja, das ist schlau gemacht, schlau gelöst. Der Chat, habt ihr es mitbekommen? Da ist der Wohnbereich noch hier. Und da hat er da noch so eine Glastüre. Das ist ja bei den meisten so die... Die werden ja nicht das ganze Haus runterkühlen, ist extrem viel Stromverbrauch. Aber dort, wo du dich dann aufhaltest, zum Beispiel hier im Wohnbereich, kannst du die Türen dicht, also zumachen und diesen Raum runterkühlen, wenn du dich da drin aufhaltest.
Finde ich sehr gut. Auch energiesparend, ja. Hier kommt keine Klimaanlage, da kommt ein Ventilator, Deckelventilator rein. Ne? Mhm. Und wenn es dann richtig warm ist, ist es dann besser bereit, dann kann man da noch die Fernventilatoren nehmen. Ja. Heißt reich. Ne? Und dann ist hier die Küche. Aha, Küche. Mit Autotür. Gibt es da so eine Eckküche, oder? Kommt die da? Die kommt, ja. Da müssen wir noch mal genau einen Plan machen, einen 3D-Plan. Aha. Ein Wohnbuch oder so. Ist riesig, die Küche. Ja. Da hinten geht es noch raus dann. Ja, das ist eine, raus. Das haben sie dann von mir aus, wenn sie so stinkt, die Fisch oder was. Aha, ja, alles klar. Machen. Ja, ja. Aber sie wird auch hauptsächlich drinnen kochen, habe ich schon gesagt, weil du ja auch Öl von Deutschland drinnen kochen. Ja, also Wandstärke, das ist so, das ist wie bei mir auch, ja. Standard in Thailand. Sagen, da kommt ja innen und außen noch 2 cm Fuß drauf. Ne? Ja. Die Wandstärke ist nachher ungefähr so 11 cm stark. Ja. 11, 12 cm. Am Anfang war ich da skeptisch, gell? Ja. Dass es ein bisschen dünn ist, aber da ist so viel Eisen alles drin verbaut. Das ist stabil. Ja, das reicht. Ist so, wir haben ja keinen Winter hier. Und die Leitungen sind ja eh alle aufputz, also die sind eh alle sichtbar nachher. Ist auch besser, dann kommst du immer dran. Die Elektroleitungen sind ein Aufputz. Die welche? Die Elektro. Ah, Elektro? Wo hast du reinkommen? Was sind die? Ja, die kommen demnächst, in den nächsten 3-4 Wochen werden die Schlitze gemacht. Ne? Ah, okay, machen sie sich alles in die Wand rein? Ja, ja. Okay. Aber Wasser nicht, oder? Wasser bleibt alles aufputz, oder? Ich kann das nicht einmal hundertprozentig genau sagen, was ich mit Wasser mache. Ja. Also wenn ich, also ich habe bei mir alles aufputz gemacht. Strom auch? Strom in der Wand, nein, in der Decke, ja. Und dann ist das die untere Nasszelle, ne? Ja. Der Sockel da unten, der kommt noch weg. Die 10 cm da, die brauchen wir nicht. Zuerst wollte sie da nochmal hochmauern. Ja. Und aber meine Frau gesagt, ich habe es dann auch irgendwie gesehen, nö, brauchen wir ja nicht für was. Ich brauche da 10 cm mehr Platz noch nachher. Ja, ja. Ne? Ich meine, das ist eh nicht so groß. Dann kommt da dann lieber noch 10 cm mehr Platz. Ne? Und da hinten kommt noch so ein Abstellraum rein. Aha. Da war zuerst da, finde ich davor gesagt, siehst du da, wo schon der. Siehst du das? Ja. Ein kleines Fenster war davor gesehen, habe ich aber gesagt, boah, jetzt brauchen wir da ein Fenster. Nee, ja, Türe im Fenster. Du hast ein Fenster genug und Licht kommt rein, brauchst du kein Fenster. Aha. Kommt innen, kommt der Licht rein und dann reicht das, weil du tust ja eh nicht viel rein, du tust deinen Koffer rein und ein paar Sachen. Genau. Und wenn du mal was brauchst, dann brauchst du kein Fenster dazu. Ja. Ah ja, jetzt sehe ich da hier ist natürlich dann noch die Wand, alles, wo noch hochgezogen wird. Ja, ja. Ja. Wenn du jetzt dann hier hochgehst, dann, wenn du da hochkommst, dann musst du jetzt vorstellen, da kommt noch ein Fenster hin, 3 Meter hoch. Ja. Und so breit wie jetzt das ist, ne? Das ist dann auch so breit, wenn es da nachher, dann hier bis hier. Aha. Und 3 Meter hoch. Ja, das schaut sich cool aus hier. Schöner Ausblick da, wenn du hochläufst. Was ist unter der Treppe? Ist so ein kleiner Abstellraum, wo du noch ein paar Koffer und so rein tun kannst. Mhm. Oder was du halt noch verstauen möchtest. Ja, na, schaut gut aus. Schaut gut aus. Ja, ich glaube, es ist ziemlich alles wie bei mir auch. Ist halt thailändischer Baustil, gell? Ist, glaube ich, überall etwa dasselbe. Ja. Nachtzelle. Ein bisschen größer. Aha, da ist dann das zweite Bad, ja. Und wo sind da die Leitungen? Ah, die werden sie direkt. Die kommen von unten dann hoch. So genau habe ich den Plan jetzt im Kopf, wie die Leitungen noch halt aufhabe ich. Ja. Was kostet so ein Haus, wenn ich fragen darf? Manfred,
wie viel kostet das Haus? Nur das Haus? Das Haus hat, kostet 2,5 Millionen. Bad? Ja, Bad. Und muss man noch die Pfeiler mit einrechnen? Das waren knapp 10 Pfeiler. Aha. Die gehen extra, das waren auch mit 80.000 Bad. Aha. Also bist du bei knappe 2 Millionen. 6, sagen wir mal 2,6. Aha. Ja. 2,6 Millionen Bad, Leute, da könnt ihr halt ja, schneller umrechnen. Ich habe 2,5 gesagt, ne? In den letzten Streams, aber jetzt ist mir halt, die Pfeiler sind noch extra gegangen mit 80. Ja. Weil das ist so ein minimaler Betrag, 80.000 Bad. Ja, ja, eben das. So ein Projekt, ja. Ja, es ist jetzt, letztes Mal, als wir gegangen sind, waren sie doch noch am Dach dran, gell? Ja. Da war das Dach ja noch nicht zu 100% fertig. Ja. So schaut es noch fertig aus hier. Ich habe nicht fertig, ne? Da kommt jetzt noch die Dämmung und alles noch. Ah ja, dass da stimmt. Ah ja, genau, das hast du letztes Mal gesagt. Wenn, ja. die Mauern fertig sind, dann kommen die, die das Dach noch machen. Und alles, ne? Isolation und ja. So. Okay. Das kommt dann noch. Ja. Hier ist dann das Gästezimmer. Kommt alles hier. Mhm. Gästezimmer? Ja. Ist doch schnell reinkriechen da. So. Da haben sie schon die erste Gäste, haben sie schon heimisch gefühlt da. Ah ja, Vögel. Die ersten Gäste reingeschlichen, ohne zu fragen. Ne? Ja, die muss man irgendwie, bevor sie die Dämmung reinmachen, schauen, wie sie das... Hoffen wir, dass noch keine Eier drin sind oder was, ne? Ist das noch? Ja, vor allem, gut, du hast dein Dach, ist ja so, dass keine Tauben sich einnisten können, große. Ja, bei mir ist aber halt sehr viele Tauben, gell? Die Taubenplage. Wie groß ist die Fläche? Quadratmeter, weißt du das gerade? Was das Haus, Wohnfläche? 150 Quadratmeter, wenn man den Balkon abzieht, dann sind es ungefähr 140 Quadratmeter. Fläche, ne? Also ohne Balkon 140, hast du gesagt? Ja. Mit Balkon 150. So ungefähr? Ungefähr. Das hier, das ist ein Schlafzimmer, ne? Aha. Das ist Schlafzimmer? Ja. Das ist, Schlafzimmer ist ja größer als das Haus, also ist ja riesig. Ah ja. Aber da hast du noch die Terrasse dazu, okay. Da kommt der kleine Balkon. Ja, ja. Kannst du direkt ins Schlafzimmer. Gibt es da noch einen großen Kleiderschrank oder so? Für Frauchen, oder nicht? Ja, der Kleiderschrank kommt hier, ja. Aha. Bett kommt da drüben hin. Ja. Ja, schön, also muss sagen, würde ich jetzt auch nicht Nein sagen. Sehr schön, vor allem, was mir halt hier extrem gefällt, was ich bei mir etwas vermisse, ist das, würde ich glaube heute nochmals bauen, hätte ich auch so eine kleine Terrasse gemacht. Ist halt schon noch cool. Das fehlt bei mir. Also so, ich habe ja eine Terrasse, weil mein Haus steht ja höher. Ja, ja. Aber so ein Balkon, das wäre schon noch cool. Ja, ich bin halt abends ja sitzen durch. Ne? Kann schön Griller raus. Ne? Das wäre jetzt, da hätte ich, also ich, wenn ich jetzt, also wenn ich nochmals planen könnte und nochmals bauen, hätte ich genau das gemacht und ich hätte noch einen Pool draufgeknallt. Also einen Whirlpool. So 2 auf 2 Meter. Und dann abends jeweils das Wasser raus und gleich nutzen für die Bewässerung der Pflanzen. Gut, das kann ja noch kommen im Anschluss, da kann man ja immer noch... Ja, aber nein, du machst ja einen Pool, stimmt, ja, du machst ja einen Pool hier unten. Hier kommt der Pool. Stimmt, ja. Ja, cool. Das ist jetzt eine von Maurertruppe. Mhm. Paderborn schreibt noch Mario, woher kennt ihr euch? Manfred hat mir mal geschrieben, dass er in Hua Hin ist und ein Häuschen baut und ob ich Bock hätte, ein bisschen vorbeizuschauen. Und das lasse ich mir natürlich nicht zweimal sagen, da komme ich sehr gerne. Die Community mittlerweile, du, 3 Wochen nicht hier, jede Woche E-Mails. Ja. Was ist los? Warum siehst du Manfred nicht mehr? Wo ist Manfred? Wann geht's weiter? Manfred wird man demnächst längere Zeit nicht mehr sehen. Manfred fliegt nach Deutschland. Erzähl mal, ja genau, komm, das müssen wir jetzt auch ganz schnell sagen. Nicht, dass sie nachher irgendwie das Gefühl haben, es sei was geschehen oder so. Nee, also ich werde jetzt am 5. August nach Deutschland zurückfliegen. Mhm.
5. August? Ja. Nächste Woche am Donnerstag fliege ich. Ich versuche den Aufenthalt in Deutschland so schnell wie möglich, dass ich wieder zurückkomme. Mhm. Höchstens 2-3 Monate, dass ich alles erledigt habe. Aber meine Frau ist ja da. Ja. Und du kannst ruhig kommen streamen, ne? Aha. Wenn ich nicht da bin. Aha. Kein Problem. Die Jui hat und die Eu, die haben schon die Telefonnummer gleich ausgewechselt. Aha. Miteinander. Ja, meinst du, die wollen schauen, wenn du nicht da bist? Natürlich. Nee, das interessiert doch niemanden. Die schauen nur wegen dir im Vorfeld. Ja, wegen meinem schwäbischen Dialekt. Ja, ja. Du hast gesagt, da gibt es noch ein Dach oder was? Ein Vordach hier. Terrassendach. Ja, das geht auch. Ganz irgendwo, also 4 Meter raus. Aha. Okay. Ja. Ja, da, okay, das ist dann aber auch nicht so schlimm hier, weil da wirst du einen Vögel haben. Die werden dann hier, wenn da unten das Dach kommt, zum Beispiel auf der Höhe, werden die dazwischen drin sein, wie bei mir, aber da bist du ja auf der Terrasse. Da. Ja, genau. Schnell mit dem Stocken ein bisschen leer machen, dann gehen sie. Da kommst du dann gut hin mit so einem Stocken, kannst du das machen. Ja. Ah, da kommt noch ein Streuner. Kommst jetzt du, was machst jetzt du hier? Der ist jeden Tag da. Ja? Ich glaube, der gehört schon mehr. Der gehört schon hier hin. Hast schon einen Hügel jetzt? Hast schon einen Mitbewohner? Ja. Das Volk geht oder noch nicht? Ja, ja, der kommt nur zum ein bisschen schauen und dann geht er wieder. Am Anfang ist er immer da, wenn der Opa war, da sind die immer hinlegen und schlafen. Ne? Mhm. Das ist am meisten erzeugt, schon zu viel Leute wahrscheinlich. Ja. Ja, ist doch gut, oder? Ja, ja. Stabil. Das ist ja ein Zementsparer, die, nicht? Ja. Ja, ich war auch, also ich muss sagen, so vom Eisen her, Eisen hat es relativ viel drin. He? Ah ja, du kannst nichts sagen. Ja. Also klar, ich vergleiche es auch. Also die haben nochmal gebracht, Eisen. Aha. Kann ich sagen, die alle drei, vier Reihen. Aha. Am Anfang kommt da Stahl, Eisen ein. Mhm. So schräg kommt viel Eisen an. Ja, da gibt es keinen Betonmischer. Ah ja, stimmt. Ja, das habe ich so auch noch in Erinnerung. Danke, Manfred. So, das war nach langer Zeit wieder mal ein Stream vom Hausbau hier in Hua Hin.